Paprika sind sowohl roh als auch gebraten oder eingekocht ein wahrer Genuss. Und gerade Snack-Paprika erfreuen sich als kalorienarme Vitaminbomben großer Beliebtheit. Im Gegensatz zur normalen Blockpaprika ist der Mini-Paprika süßlicher und nicht so wässrig wie der Blockpaprika. Von der Blüte bis zur Ernte dauert es ca. 3 bis 4 Wochen, kann man sagen. Und ja, das geschnitten wird mit der Schere und in so kleine Kistchen rein, dass man beim Ernten nicht so viel beschädigt. Paprika wird geerntet von März bis Oktober, November ca. Anfangs ist Paprika immer grün und die leuchtende Farbe entwickelt sich erst später. Ja, das sind die Farbstoffe in der Pflanze drinnen, die dann ausmachen. Das ist sortenabhängig. Also es gibt eine eigene Sorte, wo es rote Mini-Paprika dann produziert und gelbe Mini-Paprika und orange. Also es ist alles von der Pflanze abhängig und die Farbstoffe, was die Pflanze eingelagert hat. Bei der Lagerung von Mini-Paprika oder generell Paprika sollte man aufpassen, dass man nicht im Kühlschrank lagert, weil sonst verliert er nämlich den Geschmack, wird nicht mehr so süß und es schmeckt dann eigentlich wässrig.